Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei einer Runde Dawn of Man. Bei eurer Mutti meine mit mir, euren Rob. Wenn es euch gefällt, ne, lasst uns gerne ein Abo da. Das freut uns immer sehr, sehr doll. Motiviert ungemein. Wir sind eigentlich immer motiviert. Also mir macht Datteln halt Spaß. Ich dattle einfach, weil ich Bock hab. Ich würde auch datteln, wenn ich nicht aufnehmen würde, ne? Also. So, wie sieht's hier aus? Hier werden die Häuser repariert. Okay, da brauchen wir eigentlich nur Stroh und Holz, ne, oder Lehm. Stroh und Lehm. Haben wir noch genug Stroh? Oder werden die Vorräte geringer? Müssen wir mal gucken. Oh, die nehmen ganz schön ab. Stroh. Das heißt, wir brauchen weniger Erbsen. Weil die geben kein Stroh. Müssen wir die nächsten Winter abbauen und bauen dafür dann mehr Getreide wieder an. Bringen die alle Stroh? Ja, die bringen alle Stroh. Ja, okay. Und die Erbsen bringen halt kein Stroh. Aber irgendwie sind die Leute so ein bisschen gerade überfordert, habe ich das Gefühl, weil da ist noch Platz. Wir können da noch ein Feld bestellen. Haben wir nicht genug Hacken? Wir haben 13 Hacken da. Wir haben Sicheln da, wir haben alles da. Ich kann hier noch ein paar Hacken bauen, aber... Ein neuer Mensch wurde geboren, Hallöchen, und ein anderer Mensch ist natürlich gestorben. Das ist der Kreislauf des Lebens. So, 4 Türmchen haben wir, das passt soweit. Muss man die Mauer reparieren mit der Zeit? Nee, ne? Ein Räuberangriff, okay. Alarm. Alarmlevel hoch. Bemannt die Türmchen. Alle schnell rein. Ein neuer Mensch wurde geboren mitten im Fight. Sind denn alle drin? Alle rein hier, los Jungs. Wer jetzt nicht da ist, hat Pech. Ich mache die Tore zu. Mal die können wir ja... Das können wir noch auflassen, aber hinten das nicht. So, schießen die jetzt? Ja, die schießen schon, okay. Oh, der Turm kriegt ordentlich Damage. Ja, hätte ich gleich wegknüppeln sollen, die Leute. So, wir haben aber Räuber getötet und alle freuen sich. Sehr gut. Oh, mein Türmchen ist weg. Ja, ich mache Alarm noch aus. Ist doch schick. Kein Alarm mehr. Alles schick. Alle kann ich automatisch die Tore schließen. Okay. Das heißt aber, wir müssen ja wieder einen Turm bauen. So, zack. Passen halt nur 2 Leute rein, ne? Das ist halt echt... Aber ich will nicht noch mehr Türmchen bauen. Ne, hat ja gereicht. Was ist... Altersschwäche, oder? Altersschwäche. Alter Mann. Der Vorob. Schon wieder. Der ist doch schon mal gestorben irgendwann. Die haben halt schon immer nur die gleichen Namen. Okay, jetzt wird jetzt abgeerntet. Dann mache ich hier auch alles weg. Weil wir brauchen mehr Stroh und weniger Erbsen. So, was haben wir jetzt hier für ein Ziegenlimit eigentlich? Ich will nur 10 Ziegen haben und 15 Schafe, okay. Aber ja, 15 Schafe, das ist auch schon eine ganz schöne Menge. So, können wir hier wegmachen. Aber 2 Büsche lasse ich dann einfach mal von jedem noch, ne? So ein bisschen Abwechslung muss ja sein. Hier Kichererbsen, da Linsen. Schaffen die eh nicht alles zu essen, ne? Denke ich mal. Hier sammeln sie noch Bären. Okay, das passt dann eigentlich. So, hier könnten wir dann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Emmer. Was haben wir hier schon? Hier haben wir Emmer. Nehmen wir dann am besten Roggen. Das fehlt noch. Nehmen wir ein Korn. So. Wir haben noch ein paar Felder bestellt und noch ein bisschen Gerste. Zack. Und hier kommen Felder weg. Es ist zu viel und das bringt uns kein Stroh. Wir müssen ein bisschen wirtschaftlich denken. Wir brauchen Stroh.
So, die mache ich auch noch weg und hier kommt dann noch ein bisschen Feld hin. Und wir können gleich in die Kupferzeit gehen. Einmal frei. Hier fehlen die Steine noch. Kommen die denn mal irgendwann? Ja, da. Kein Bock mehr hier oder warum schiebt ihr nicht weiter? Hier passiert auch nichts. Wir haben kein Leder, ne? Und die bauen dort. Okay. 30, 34, das passt. Wir machen jetzt hier mal die Brio hoch. Ich habe jetzt fast überall Brio hoch. Also hier kann ich jetzt wieder... So, ein Bauwerk errichtet. Rollender Megalith. 5-mal ein Wissen. Sehr schön. Setz auf normal. Hier haben wir kein Leder für. Wieder einer gestorben. Ja, ist ja hier ein Komm und Gehen, ey. Hast du was für mich in der Forschung? Nee, ne? Hast du nicht. Stroh habe ich noch vier. Ich kaufe mal Stroh bei dir ein. Du kriegst dafür Fleisch. Leder brauche ich. Kaufe ich auch einmal ein. Du kriegst dafür Fleisch. Damit du nicht verhungern müsst. Und das war's. Und ich würde sagen, wir gehen mal in die Kupferzeit und schauen, was passiert, ne? Du bist dabei, die Metallzeit zu erreichen. Metallzeiten. Da hätte jetzt Kupferzeit besser geklungen. Es wird dringend empfohlen, dass du deine Siedlung befestigst und genügend Einwohner und Waffen zur Verfügung hast, um dich gegen Räuber zu verteidigen. Möchtest du wirklich fortfahren? Jo. So, das ist die Kupferzeit, ne? Es hat sich nichts verändert. Verbessere auf Gemeinschaftshaus. Benötigt Technologie Maurerarbeit. Okay. Verteidigung? Fragezeichen. Einer der Schlüssel zum Überleben ist es, deine Siedlung gegen feindliche Tiere und Räuber zu verteidigen. In der Steinzeit sind die Hauptgefahren wilde Tiere und gelegentliche Räuberbanden. Stell sicher, dass du genügend Waffen und Einwohner hast, um die Siedlung gegen sie zu verteidigen. In der Metallzeit, Kupferzeit, ne, hört sich besser an, wird es ernst und große Gruppen an Angreifern werden versuchen, deine Siedlung zu zerstören. Okay. Es wird strengstens empfohlen, dass du Befestigung und Verteidigungsanlagen errichtest. Oh, oh, oh. Also vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Okay, Defensive. Ich habe auch nichts Neues dazu bekommen. Soll ich jetzt hier noch mehr Türme bauen? Bauen wir noch mehr Türme. Oh, oh, da war Metall. Kupfermine, Holzkohlegrube, Erdofen, läuft, Metallschmied. Kupfer? Nein. Eisenerz. Ah, okay. Kupfer? Nein. Wir suchen erstmal Kupfer. Oh, Kupfer. Sehr gut. Kann ich da gleich eine Mine bauen, oder? Ja. Brauchen wir natürlich noch viel, viel mehr Holz. Das heißt, wir müssen wieder eher Bäume fällen, als ob es keinen Morgen gibt. Und so viele Bäume will ich gar nicht mehr fällen. Es wird langsam hier alles kahl. Hier ist eh schon kahl. Hier nicht. Hier ist schön. Was ist das? Ach, Büsche. Aber am einfachsten ist erstmal die Bäume vorzufällen, ne? Ist halt einfach so. Geht am schnellsten. So, was können wir jetzt hier in der Kupferzeit theoretisch erforschen? Nur sowas und das Rad. Aber da müssen wir erstmal das alles erforschen. Haben die irgendwas sonst noch freigeschaltet? Nee, ne? Nein, hier ist nichts. Produktion? Oh, hier doch. Eine Werkstatt, okay. Ein neuer Mensch wurde geboren. Feuersteinmine, die kenne ich ja schon. Eine Werkstatt, ey, die sieht gut aus. Ja, da brauchen wir ja hier die Siedlung, die ist ja viel zu klein mittlerweile, ne? Das ist ja hier Wahnsinn. Der Brunnen muss woanders hin. Das stört. Tschüss. Den bauen wir dann einfach hier irgendwo. Nein, kann ich nicht. Brunnen. Hallo. Setz mal dahin. So, dann kommt der Brunnen. Die Megalithen. Fehlen noch zwei. Warum kommt? Da kommt einer. Und der ist, ach, der ist schon da, okay, ja, was haben wir hier, Kohle, ne, Feuerstein.
Der ist noch nicht da. Fehlt noch dreimal Holz, ey. Boah. Hier, Bäume fällen. Ich brauche mehr Holz. So, das kommt. Das ist jetzt weg. Jetzt kann ich hier diese Werkstatt hinbauen. Vielleicht. Oder kann ich das zur Werkstatt upgraden? Nee, ne? Ne, kann ich nicht. Komisch. Hätte ich gern gemacht. Aber eine Werkstatt ist anscheinend ein neues Gebäude. Wie wollen wir es denn haben? Wollen wir es so? Ja, da sehen wir ein bisschen was, was wir machen. Dann müsste ich die Kultstätte noch ein bisschen wegräumen. Das werden wir jetzt auch alles mal noch ein bisschen umbauen. Spirituell, da sind wir nämlich noch ein bisschen im... Oh, ein Hinkelstein. Können wir auch eigentlich nur einen Hinkelstein bauen, ne? Ja, wir bauen erstmal noch so ein bisschen andere Sachen. So, zack, hier einfach mal Massenabfertigung. Spirituelle Massenabfertigung. So muss es sein. Hier noch einer hin. So läuft. Dann können die nämlich weg. Hier verwerten. 4 Menschen sind beigetreten. Oh, jetzt wird es hier aber echt voll langsam. Verwerten. So. Jetzt können die auch fleißig bauen. Jetzt, wie viel haben wir jetzt noch? 52, also 7 können auch kommen. Das sollte passen. Wir brauchen mehr Holz. Einfach nur viel mehr Holz. Die will ich aber lassen, die Gebäude, die Bäume. Wo soll ich denn hier noch fällen? Ich will nicht hier alles fällen, ey. Wenn ich neue Bäume pflanzen könnte, wäre das ja schön, ne? Aber so ist das schon ein bisschen nicht so geil. Er wird gleich gebetet, ne? Fertig gebaut und erstmal beten. So muss es sein. So, kommt denn der eine Stein noch hier? Haben wir, wie viel fehlt denn noch? 2. Der ist da. Oh, der war doch auch da, ne? Hier muss gebaut werden. Oh ja, die schwimmen hier durch den See. Statt zu außen lang gehen. Ach, warum, ne? Wir schwimmen einfach. Warum fehlen hier noch... Oh, jetzt kommt der Händler schon mit sowas. Ey, cool. Schweine, Kommission niedrig. 260. Das ist schon viel. Weil hier gibt es nur 5. Da gibt es... Nur noch ein drauf, okay. Gibt es immer was vom Wert? Warum kann ich meine Tiere zum Beispiel nicht verkaufen? Er kann sie verkaufen, mir für 50. Und ich kann sie nicht verkaufen. Nö, da möchte ich nichts. Kein Geld. Ein haben wir noch, ne? Und einer fehlt noch. Okay, das ist jetzt anscheinend gerade angekommen. Und ich hab's nicht gesehen. So. Haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz? Eine Ziege wurde geschlachtet, das ist okay. Da kriegen wir noch Leder. Getrocknete Häute, Leder. Okay, Wissen. Erstes Bauwerk, die Kupfermine. Die können ja schön Kupfer abbauen. Das sollte passen. Steine haben wir genug. Ah, das haben wir genug. Wie sieht's hier aus mit der Mine? Die ist fast alle. Oh, das Tier, das Wollnashorn ist ausgestorben. Und einer ist an Altersschwäche gestorben. Hier wird es echt langsam voll in der Siedlung. Ich habe auch 4-fach Speed. Naja, 4-fach. Das sollte reichen. Tja, Händler, du hast Preise. Das ist ja Wucher. Ich kann nur keine Tiere verkaufen und du möchtest mir hier deine Tiere für 50 verkaufen. Das, nein, das wird nichts. Ich würde gerne aufforsten, kann ich aber nicht. Aufforsten wäre echt schön. Hier, die können wir alle nur wegmachen, die Birken. Nein, danke. So, jetzt. Und jetzt. Wie sieht es hier aus? Ist immer noch nicht fertig. Ja, hier, die machen hier schöne Schwimmzüge durch den See. Das ist mein neues Megaprojekt, ne? Wir bauen da hier eine Brücke hin und machen hier eine neue Siedlung auf, weil wir können.
Natürlich nicht, das wäre ein bisschen zu krass, so eine fette Brücke. Und außerdem habe ich ja noch keine Brücken erforscht. Es fehlt Holz, es fehlt einfach nur Holz, 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 Holz. Aber Hacken haben wir genug, ne? Ja, Äxte, wir haben 10 Äxte, das sollte passen. Die Stimme geht weg. Muss ich mal einen Schluck trinken, ne? So, Stimme wieder geölt. Was brauchen wir? Reparatur? Überall brauchen wir Holzscheite. Aber ich kann halt noch keine Bäume domestizieren, und wenn, das erst nur Fruchtbäume. Das sind die Abbaugebiete. Kupfermine habe ich schon gebaut, eine Holzkohlegrube. Da müsste ich jetzt wissen, wie die funktioniert. Und was da passiert, wenn ich die jetzt hier baue. Und wo ich die hinbaue. Puh, baue ich die vor der Siedlung? Bauen wir mal dahin. Fünfmal Leben, das sollten wir haben. So, dann einen Erdofen noch und eine Metallschmiede. Keiner bauen Erdofen. Müssen wir hier so irgendwo eine Schmiedeecke hinbauen, ne? Eine Feuersteinmine ist erschöpft. Und jemand ist an Altersschwäche gestorben. Und wir sind noch mal zwei Feuersteine, die könnt ihr bitte noch abholen. Und ich setze euch dann schon mal eine neue Mine vielleicht. Zinn, ne, Zinn wollen wir nicht. Jetzt sehen wir wieder nichts. Bum, bum, bum. Hier haben wir nochmal Kupfer. Sehr gut. Da, Feuerstein. Können da erstmal das abbauen. So, eine Holzkohlegrube. Wird in Schmelzöfen verwendet, um Erz zu schmelzen. Wir brauchen drei Mascheite. Ja, wo soll ich das ganze Holz herbekommen? Könnte man das mal bitte sagen? So, dann bauen wir hier jetzt eine Schmiedeecke. Mit Metallschmied. Oh, das ist ja nicht so groß. Das passt. Und daneben kriegt er noch so einen Erdofen. Hätte der eigentlich hier auch noch die Dings haben können, die... Na, ihr wisst schon, was ich meine, die Holzkohlegrube. Aber was soll's, ne, so passt das schon. So, was kannst du Schönes bauen? Ah, hier eine Schleuder, einen Bogen und eine Angel. Und noch einen besseren Bogen, okay. Was haben wir denn? Haben wir noch genug Angeln? Ja, wir haben eigentlich Harpunen. Ja, wir bauen mal zwei Angeln, weil Leinen haben wir auch genug da. Hier mache ich mal, nee, das kann ich eigentlich anlassen, aber die Brio runter. Weil so richtig machen sie das eh anscheinend nicht. So. Machen wir zwei Angeln. Und er macht dann bestimmt die ganzen Werkzeuge. Oder Ofen ist gleich fertig, das ist gut. Was macht mein Stein? Er wäre jetzt fertig zum Transport, ne? Priorität ist schon noch oben. So, die brauchen das und jenes. Die brauchen das. Wir haben viermal Kupfererz. Die Mine läuft also an. Und hier wird gerade schön Holzkohle gemacht, ne? Feuerchen gemacht unten. Mit Lehm bedeckt. Und dann wird daraus Holzkohle. Aber anscheinend doch hier entstehen neue Bäume, ne? Junger Baum, junger Baum, junger Baum. Und darf halt nicht nur an einer Stelle roden. Man muss überall ein bisschen roden. Ja, und ich würde sagen, wir machen hier nochmal eine Rodungsecke, wo wir schön alle Bäume einfach mal wegknüppeln. Zack. Jetzt wäre es echt langsam angebracht für so einen Wagen, aber wir haben nicht genug Punkte. Oder hier das Rad. Hier können wir den Roggen, hier können wir die Fruchtbäume, hier können wir dann die Auerochsen zu Rindern machen.
braun, ja, das dauert noch Bronzezeit. Und schon wieder ein Gewitter. Immer die Gewitter, ey. So, hier kommt jetzt die Holzkohle raus, das passt. Und er kann hier Kupferwerkzeuge machen, sehr, sehr geil. Eine Kupferaxt, eine Kupfersichel, eine Kupferhacke. Wobei wir es nicht brauchen, wir haben genug. So, hier wird schön geschmiedet. Bronze können wir auch machen, okay. So, was denn machen wir denn? Wir, für Bronze brauche ich aber Zinn, ne? Das kann ich noch nicht abbauen. Kupfer und Zinn. Ergeben mir dann die Bronze. Aber ich hatte noch irgendwo Kupfer. Ach, hier war noch Kupfer, ne? Ja, da ist nochmal Kupfer. Aber Zinn war auch nicht so weit weg. Feuerstein haben wir hier. Kupfer. Ja, Feuerstein haben wir genug. Wo bauen die denn jetzt eigentlich wieder Feuerstein ab? Wir können hier nochmal Feuerstein mit abbauen lassen. Hier sammeln wir ja Stöcker. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir haben... Hat man nicht mehr 105? Okay, nicht mehr. Eine Ziege wurde geschlachtet. Sehr gut. Kommt jetzt mal dieser Hinkelstein langsam an. Oder habt ihr keinen Bock? Ja, das wird ein Jahrhundertprojekt. Dieser Stein wird ein Jahrhundertprojekt. Ich sag's euch. So, wir bauen den Schlitten. Dann können wir nämlich hier... Kann ich hier auch Schlitten herstellen? Ja, komm. Er macht das. Dafür ist er ja da. Getrocknete Häute. Machen wir nochmal zwei Stück. Holzkohle haben wir jetzt 10 mal. Das ist okay. Wie sieht es jetzt hier aus? Okay, der hat jetzt schon die Angeln gemacht. Müssen wir jetzt dann 4 haben. Genau. 2 Angeln, 2 Knochenharpunen. Fischen 3 Sterne. Jagen 3 Sterne und hier jagen 2 Sterne. Getrocknete Häute. Naja, wir brauchen noch ein bisschen. Ein neuer Mensch wurde geboren und hier wird jetzt der Schlitten gebaut. Okay. Und da kommt noch ein Schlitten. 100 mal Milch. Jetzt geht es um den Forschungspunkten langsam voran. Oh, ist das hier? Wolfangriff? Müssen wir sie alle wegknüppeln. Knüppel die alle weg hier. Die wollen uns nur ärgern. Ja, dann lass sie halt leben, knüppel sie halt nicht weg. So, wieder vierfach Speed und hier wollten wir eigentlich Nahrung. Ja, Nahrung haben wir echt genug. Aber wir haben nicht mehr viel Stroh, ne? Aber wir haben 2 Schlitten. Einige unserer Einwohner haben keine Werkzeuge mehr. Okay. Was fehlen denn für Werkzeuge? Wir haben hier... Soll ich jetzt für jeden einen Speer vorhalten? Wäre ein bisschen viel. Machen wir jetzt hier von jedem einmal. So, zack, einmal durch. Die Schlitten sind schon in Gebrauch. Das ist gut. Höhlenlöwenangriff, wo denn? Ich sehe nicht den Angriff. Okay, anscheinend tot. Ja, und da auch tot. Okay. Aber wie gesagt, die haben mich ja angegriffen, also die mussten sterben. Wir hatten gar keine Wahl. So, machen wir die Ruhen heute. Hier machen wir dann das alles.
Macht er jetzt hier endlich mal Kupfer? Ja, Kupfer rein, weil wir haben ja eigentlich Kupfer haben wir zweimal, Kupfererz haben wir zweimal und Holzkohle haben wir auch genug. Hier müssen wir mal so ein Abbaugebiet machen, vielleicht ist das besser. Erz abbauen, das geht hier nicht. Okay. Da geht's. Da wird dann jetzt dort Erz abgebaut. Und das können wir ruhig mehr auf Lager haben. Hier 30 Mal ruhig. Holzkohle wird gemacht. Ein Holzscheit ist schon da. Es fehlen noch Holzscheite. Bringst du jetzt ein Holzscheit? Nee, ich wollte schon sagen. So, machen wir wieder Holzkohle schön. 6-mal Leinstoff, 1-mal Wollstoff und wir haben noch genug Lein und Wolle da. Und hier wird geschmolzen und hier wird gleichzeitig noch gebaut, 1-mal frei. Können wir mal hingucken. Ja, ist okay. Betet der? Ja, der betet. Schön, neben der Schmiede kann man auch mal beten. Die Dämpfe sind ja nicht so gefährlich. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann bleibt uns treu und tschüssi, euer Rob. Ciao, ciao.